Hallo, willkommen bei American Baker in Germany, wo die Zutaten deutsch sind und die Bäckerin Amerikanerin. Ich bin Michelle und heute machen wir ein Rezept für Mascarpone-Eis. Also das ist ein bisschen lustig. Ich habe gemerkt, dass wir sehr viel Mascarpone-Käse im Kühlschrank haben und meine Kinder wollten ein Dessert haben und ich habe gedacht, ach, irgendetwas müssen wir daraus machen können und ich habe dieses Rezept gefunden. Es ist ziemlich einfach und sehr lecker. Legen wir los! Nicht zu viele Zutaten. Wir brauchen 1 Cup oder 225 ml Mascarpone Käse, einen halben Cup oder 110 ml Schlagsahne, 3 Eier, 1 Esslöffel Vanilleextrakt bzw. 3 Esslöffel Vanillezucker, einen halben Cup oder 100 Gramm Zucker, 1/4 Cup oder 50 Gramm brauner Zucker, 1/4 Teelöffel Salz. Wir fangen an, den Mascarpone mit der Schlagsahne und Vanille und sie zusammenschlagen. Die Mischung im Kühlschrank aufbewahren, während wir den nächsten Schritt machen. Dann in ein Glas oder Metallschüssel Eier, Zucker und Salz mit einem Schneebesen kombinieren. Mischung übers Wasserbad erhitzen. Das wird der Zucker auflösen lassen und wird alle Bakterien von den Eiern töten. Erhitzen, bis der Zucker komplett aufgelöst wird und die Mischung sich heiß anfühlt. Von der Hitze nehmen und schlagen, bis komplett abgekühlt und die Mischung langsam dickflüssiger wird. Das dauert ein paar Minuten, also geduldig sein. Ich glaube, ich habe es 10 Minuten geschlagen. Mit einem Schneebesen Eimischung mit der Mascarpone-Käse-Mischung kombinieren. Die Mischung in eine schließbare Dose kippen und in den Gefrierschrank stellen mindestens 3 Stunden. Über Nacht ist besser. Das ist eine schöne Basiseis. Es schmeckt sehr gut mit Soßen drauf. Ich hoffe, ihr mögt das Rezept heute. Für mehr Torten und Rezepte besucht unsere Webseite bei americanbakerinGermany.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Abonniert für mehr Rezepte!